herzlich willkommen zum Christian Olymp, Freitag 18.50 Uhr. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie wollen vielleicht mitspielen, das können Sie. Ganz einfach mit der ARD-Quiz-App. Ein bisschen Spaß haben, ein bisschen mitquissen. 10.000 Euro sind wie immer im Pott. Aber heute, muss ich sagen, trifft hier die alte Mutter Fernsehen auf das neue Bewegtbild. Aufs Internet, sprich YouTube und ähnliches. Dafür stehen die beiden Influencer. Sie sind verheiratet, haben ihre eigenen Kanäle. Wir werden darüber sprechen. Herzlich willkommen. So zum ersten Mal bei uns. Da freuen wir uns sehr. Bianca und Julian Klassen. Ja. So. Alle über 40-Jährigen werden gleich aufgeklärt, aber erstmal stellen wir den Olymp da oben noch einmal vor. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Unsere Quizkönigin allen voran, die Frau, die alles in Bezug auf Quiz und Quizfragen weiß, Marie-Louise Fink. Guten Abend. In der Mitte unser Professor Quiz. Historisch weiß er alles. Schön auch, dass er wieder da ist, Professor Dr. Eckhard Freise. Und last but really not least, unser Mann auf der Flanke, unser Quiz-Ass. Er ist gefürchtet bei allen. Thorsten Zirkel. Bianca, Julian, jetzt mal. Also, man muss sagen, Team Influencer. Das ist erstmal für alle, die sagen, was ist denn das? Keine Durchfallerkrankung, sondern wie würdet ihr jetzt einem Mann wie dem Dr. Eckhard Freise da oben mit 70 plus erklären, was ihr macht? Also, wir haben angefangen mit YouTube-Videos, sprich, wir haben das, was uns Spaß gemacht hat und was unser Leben begleitet hat, einfach mit der Kamera festgehalten und die Menschheit dran teilhaben lassen. Das machen wir immer noch. So kann man es beschreiben. Und da gucken ja viele Menschen, wie viele Follower habt ihr zurzeit aktuell? Kennt ihr die Zahlen eigentlich immer? Du, um die 5 Millionen und bei mir um die 3, 3,5, glaube ich. Also, über 8 Millionen Follower. Das sind Zahlen, die kannten wir beim Fernsehen früher nur bei Wetten, das muss man mal sagen. Ne? So, wir quizzen aber heute, das ist das gute alte Fernsehen. Das gab es schon vor 60 Jahren und wird es wahrscheinlich auch noch in 60 Jahren geben, quizzen. Die da oben, unser Olymp, wählt zunächst aus. Und zwar aus drei Kategorien, die wir anbieten. Ich hätte für euch heute Essen und Trinken, Bücher und Wörter und Deutschland. Die sind so schnell beim Auswählen und alle haben jeweils eine Kategorie genommen. Ich fange mal an mit Marie-Louise, die hat sich entschieden für Essen und Trinken. Der Eckhard sagt Bücher und Wörter und Thorsten nimmt Deutschland. Was wollt ihr? Ich würde Essen und Trinken. Ja. Wer ist denn da bei euch für zuständig fürs Essen und Trinken? Eigentlich gemischt, oder? Ja. Wir teilen uns das gut auf. Okay. Essen und Trinken spielen wir mit Marie. Ich möchte wissen, was ist in Reis und Kartoffeln enthalten? Stärke, Kraft, Willen oder Mut? So. Ja, ich würde Stärke sagen, oder? Ja, würde ich jetzt auch mal sagen. Würdest du auch sagen? Ja, dann nimmt es. Machen wir das mal ein. Ach so, ja, stimmt. Stärke, nee, ich hätte schon eingegriffen, wenn ihr da auf dem Holzweg gewesen wärt. Jetzt kommt natürlich von mir immer so was Banales, könnte ich jetzt sagen, richtig oder falsch. Schöner ist, wenn dann der Olymp uns erklärt, wie die Welt funktioniert. Marie-Louise, erzähl uns doch bitte mal ein bisschen was darüber. Stärke ist eigentlich in allen kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln enthalten und sorgt unter anderem dafür, dass es eben klebt oder dass irgendwas steht und hält und so weiter. Du wolltest uns sagen, es ist eigentlich eine organische Verbindung, die aus Glukoseeinheiten besteht. Ja? Ja, es war mir zu viel Fremdwörter. Zu viel. Tiefstapler, da kommt auch viel. Ja, okay, ihr habt beide Stärke genommen, ist völlig richtig. Das stimmt, ja. Hast du mal eine richtige hier? Ja, fängt gut an. Gut. Zweite Frage, Essen und Trinken. Was verleiht dem beliebten Sommerdrink Gin Basil Smash seinen charakteristischen Geschmack sowie seine grüne Farbe? Bärlauch, Brennnessel, Basilikum oder Koriander? Oh, guck mal, sie ist... Oh. Was? Schon wieder? Ihr trinkt natürlich keinen Alkohol. Nein. So schnell habe ich noch nicht mal das in meinem Kopf noch mal wiederholt. Aber ich glaube, es ist Basilikum. Ja. Würde ich jetzt auch mal sagen. Okay. Macht Sinn. Ach ja, drücken, das vergesse ich immer. Ich mach das schon. Ich meine, ich gucke euch ja durchaus auch manchmal allein schon durch die Kinder. Was würdest du sagen, wer hat bei euch das Sagen? Oder macht ihr das auch alles demokratisch?
Das musst du beantworten. Ich muss das beantworten. Pass auf, ich gebe euch ein bisschen Zeit. Ihr überlegt einen Moment. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und sind gleich wieder da. Bis gleich. Willkommen zurück. Bianca und Julia sind bei uns. Die Influencer-Stars aus dem Netz bei uns. So, jetzt gibt es die Frage noch zu beantworten. Wer hat denn bei euch jetzt, also sozusagen, also... Ich würde sagen 50-50. Das ist jetzt so die demokratische Antwort. Die ich demokratisch übergeben kann. Und ich gucke einmal deinen Mann an. Stimmt das? Das stimmt, ja. Oh, ist das schon. So viel Harmonie, das ist wunderbar. Ja, ihr habt Basilikum genommen bei diesem Gin Basil Smash. Was hast du denn genommen? Ich habe auch den Basilikum genommen. Also steckt ja schon im Namen Basil Basilikum. Hast du schon mal getrunken? Ja. Sehr lecker. Lecker sogar mal. Ja. Gut, ja, dann gebe ich euch beide einen Punkt, weil es richtig ist. Das stimmt. 2-2. Frage Nummer 3. Für uns alle und für Sie immer noch der Hinweis, Sie können auch jederzeit mitspielen. Die dritte Frage lautet, wie wird die Frucht der Salakpalme wegen ihres Aussehens auch genannt? Elefantenfrucht, Schlangenfrucht, Haifrucht oder aber Libellenfrucht? Ich würde auf jeden Fall Elefantenfrucht oder Schlangenfrucht nehmen. Hätte ich auch. Das müssen wir uns so entscheiden. Also jetzt bin ich ja gespannt, wie das mit den 50-50 bei euch aussieht. Ach guck mal, es gibt ja viele große Früchte. Ja. Dann ist bestimmt... Elefantenfrucht, Schlangenfrucht. Also ich habe beides noch nie gehört. Was machen wir? Du darfst entscheiden. Ach nee, geht das los? Ja, dann nehmen wir die Libellenfrucht. Nein. Nee, nehmen die Schlangenfrucht. Na, du darfst entscheiden. Ich nehme das. Nein. Sehr gut. Also wenn nehme ich die Schlangenfrucht, ja, lock du ein. Okay. Also ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber 50-50 ist bei mir eher 95-5 momentan. So. Gut, wir gucken mal hoch zu dir, Marie-Lise. Ja, Schlangenfrucht habe ich auch genommen. Ich meine, die hat halt so einfach eine längliche Form und sieht dann aus, als würde da eine Schlange vom Baum hängen. Sehr gut. Echt? So sieht sie aus. Wo wollen wir sie hinstellen, dass ihr sie gut einfangen könnt? Hier. So. Ich kann euch ja sagen, man wird von dieser Frucht, wenn man sie isst, Hai. Drum heißt sie Haifrucht. Nein. Hier. So. Aha. Ah, eine Frucht. So sieht sie aufgeschnitten. Ihr könnt gerne mal probieren, wenn ihr wollt. Also das ist wie ein Champignon. Ja, ein bisschen. Wie eine Mischung aus einem Champignon und einer Knoblauchzehe. Weißt du, warum die Schlangenfrucht Schlangenfrucht heißt? Weil guck dir mal die Haut an, wie die aussieht. Die Schale, meine ich. Die sieht aus eigentlich ja, wie so eine Schlangenhaut. Ja. Aber wollt ihr nicht probieren? Habt ihr Angst? Da kann man das essen? Ja, die haben nur einen Kern drin. Du musst nur aufpassen. Du musst nur ein bisschen um den Kern rumknabbern. Ja, okay. Probier's mal. Eigentlich wie eine Litschi. Ich probiere auch natürlich. Komm mal her. Ich hab ja, gut, komm. Also ich meine, dafür, dass die seit einer Woche unterm Pult liegt, geht das noch, ne? Das schmeckt echt gut. Das ist ganz lecker, ne? Ganz süß. Sehr süß. Oh, ich muss natürlich, oh. Entschuldigt. Ihr wollt natürlich auch, das ist ja Doping, was wir hier machen. Komm. Ich verlange Nektar und Ambrosia, bitte weiter. Einer kriegt das Stück mit dem Senf drin, oder? Pass mal auf, einer im Publikum, der Malte, der kriegt auch ein Stück. Malte, bitteschön. Sehr gerne. Falls Sie sich fragen, warum jetzt Malte im Publikum mehr Applaus bekommt als die Leute im Olymp und die Influencer. Wir haben uns im Warm-up ein bisschen mit Malte unterhalten. Malte möchte noch in dieser Sendung einen Heiratsantrag machen. Wir haben... Und das Spannende ist, wir alle wissen nicht, wie seine Freundin antwortet. Ja? Gut, also ich glaube, wir haben es unlängst erklärt. Schlangenfrucht ist Schlangenfrucht, weil sie von außen aussieht wie eine Schlange. Ganz lecker schmeckt. Ja. Man soll nicht mit vollem Mund sprechen, deshalb mache ich es kurz. Richtig, Schlangenfrucht, Punkt für beide. Ja. 3-3. Läuft. So, Bianca und Julian, ihr dürft jetzt selber die Kategorie wählen, die dann Marie-Louise zuerst beantworten darf. Okay. Glaube und Religion, Musik und Hits und Macht und Geld.
nehmen wir? Werden die Fragen schwerer? Nö, innerhalb der drei Fragen kann man sagen ja, aber... Was? Oh, ja. Oh nee, nicht schon wieder. Ja, also komm. Musik und Hits oder Glaube und Religion? Ja, komm, probieren wir Musik und Hits. Ja? Finde ich gut. Okay, wir probieren. Musik und Hits. Da muss ich sagen, auch erfolgreich mit der Musik. Aber darum geht es jetzt wahrscheinlich bei der ersten Frage nicht, sondern hierum. Beyoncé ging 2018 bereits zum zweiten Mal auf gemeinsame Welttournee mit ihrem Bruder, ihrem Zwilling, ihrem Ehemann oder ihrer Mutter. Also, ich würde sagen, ihrem Ehemann. Wer ist das, Jay-Z? Doch, ich weiß auf jeden Fall, dass ihr Mann auch Musiker ist, sehr erfolgreich und die auch viel zusammen machen, deswegen würde ich ihrem Ehemann sagen. Machen wir. Ja? Komm, jetzt lock du mal. Jay-Z ist schon gefallen als Name, aber jetzt kommt da oben. Poh. Genau, also die beiden treten sowohl als Solokünstler miteinander auf, als auch unter dem Pseudonym The Carters, beziehungsweise ja auch einfach ihr Nachname ist. Und die Tournee hieß On the Run. Also, ihrem Ehemann ist richtig. Punkt für beide. Musik und Hits, zweite Frage. Der Rapper Capital Bra, der bereits mit Neymar die Charts anführte, landete Ende 2018 einen weiteren Nummer 1 Hit mit Kane, Benzema, Sané oder Robin. Ich glaube, das wissen wir auch, ja, oder? Ich würde sagen Benzema. Ja, würde ich auch sagen. Ist auf jeden Fall in den Charts, aktuell gerade, noch in den Charts. Komm, oder, nehmen wir das. Komm. Gut. Was mit dir denn los? Ich wollte einfach nur schnell irgendwas drücken. Ist nicht dein Ernst. Der Souverän lockt sie irgendwas ein. Aber, ha. Gut. Ich dachte, Kane wegen Citizen Kane. Das hätte auch noch eine weitere Ebene. Ach so, das hast du. So, also sie hat tatsächlich Kane genommen. Es ist ja ein Phänomen, ne, Capital Bra. Das ist ein achter Nummer-1-Hit schon. Keiner weiß eigentlich, wie das so genau läuft und funktioniert. Wollen wir auch gar nicht wissen, ist aber so. Aber ihr habt recht, jawohl! Juhu! Und wir machen das jetzt. Wir haben ja auch, das kennt ihr auch, wir haben ja auch einen Serviceauftrag im öffentlich-rechtlichen System. Deshalb jetzt speziell für Marie-Louise, wir hören einmal rein für dich. So klingt es. Das ist eigentlich so eine Musik, da könnte man einen Heiratsantrag machen. Ne? Gut, letzte Frage, Musik und Hits. Mit welchem Hit erreichte der deutsche DJ Robin Schulz Anfang 2019 die Top 10 der Single-Charts? Mit Fearless, mit Speechless, mit Careless oder mit Topless? Du nix, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es richtig im Kopf zu haben, dass es Speechless ist. Ja, klingt gut. Wenn du das hoffst. Hoffen ist immer gut, ne? Also ich will jetzt nicht zu 100% sagen, dass ich das jetzt richtig weiß. So mal. Ich kennst du die Melodie? Ich werde jetzt nicht so, aber wir loggen es ein. Das, gut, ich bin mal gespannt, ob das wieder einfach nur schnell eingeloggt war oder ob sie es weiß, Marie-Louise. Das war natürlich total gewusst. Jetzt lügt sie. Ich merke das sofort, wenn du lügst. Das ist ja wahnsinnig. Dabei lüge ich so gut. Nee, überhaupt nicht. Erzählst mir hier ein. Oh, nur weil die das auch genommen haben, ne? Gut. Im November 2018 veröffentlicht und dann gleich zu Jahresbeginn Platz 7 der deutschen Singlecharts. Ihr habt beide recht. Jawohl. Speechless. So. Ich meine, das würde, muss ich ganz ehrlich sagen, die gute alte Mama Fernsehen gänzlich in den Grundfesten erschüttern, wenn jetzt die Influencer gegen den Olymp gewinnt. Bisher führt ihr mit einem Punkt. Ich möchte das nur mal ganz kurz sagen. Und Eckart und Thorsten dürfen jetzt wählen. Drei Kategorien, wie immer an dieser Stelle zur Auswahl. Sport- und Freizeit-TV-Serien und die 2000er.
Eckart nimmt die 2000er und Thorsten nimmt Sport und Freizeit. Und ihr? Also ich würde, glaube ich, die 2000er nehmen. Ja? Ja? Ja, ja, machen wir. Die 2000er? Okay, die 2000er gegen Eckart. Dann gucken wir mal, was bei den 2000 alles so los war. Welche erfolgreiche US-Comedy-Serie lief 2005 bei der deutschen Erstausstrahlung noch unter dem Titel Mein cooler Onkel Charlie? Ho. Malcolm mittendrin, Two and a Half Men, The Big Bang Theory oder Full House? Charlie ist doch der ist Two and a Half Men, würde ich auch sagen. Ne? Ist ja. Doch immer der immer betrunken ist und ja. Blödsinn macht. Also ich glaube, in The Big Bang Theory ist kein Charlie. Full House lief, glaube ich, 2005 gar nicht. Mm-mm. Malcolm mittendrin kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich würde Two and a Half Men sagen. Ja. Two and a Half Men? Okay. Mal ein. War blöd, wenn ich jetzt mal klickt hätte. Ja. Ich meine, du bist sehr bestimmt, aber dabei auch noch sehr nett. Lock mal ein. Bitte. Eckart. Ja, ich habe gedacht, also wenn Charlie da ist, ist das Haus voll. Ach, dann bist du Full House. Ach so. Guck mal, das ist so, wir haben auch da oben so einen kleinen Serien-Nerd sitzen, der Thorsten, der kennt sich mit allem total gut aus. Ich wäre jetzt auch bei Charlie Harper. Mhm. Harper. Das, der den Neffen, den Sohn seines Bruders mit bei sich wohnen lässt. Gut, deshalb ist richtig und ihr führt mit 2 Punkten. Two and a Half Men. Charlie Sheen. Sag mal, dieses Influencer sein und da immer was anbieten müssen. Wie viele Stunden pro Tag beschäftigt ihr euch denn damit und produziert eure Filme und Videos? Also das ist sehr schwer zu sagen, weil wir diesen beruflichen Aspekt mit unserem Leben sehr, sehr eng verknüpft haben über die Jahre. Und wir die Leute ja an vielen privaten Situationen auch teilhaben lassen über unsere Social-Media-Kanäle. Von daher kann man das eigentlich sehr, sehr schlecht sagen. Gut, zweite Frage, die 2000er. Welcher Staat führte 2001 als weltweit erster die gleichgeschlechtliche Ehe ein? Dänemark, Estland, Kanada oder die Niederlande? Ja, also ich muss sagen, da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Also ich weiß, dass wir einmal im Urlaub eine Dänin getroffen haben und die war sehr offen für alles und war irgendwie... Okay, das klingt jetzt... Moment, wer ist was? Was hat sie gesagt? Was hat er gesagt? Ja. Wir haben über viele Themen geredet. Genau. Die. Was hat sie gesagt? Was sie gesagt hat, das weiß ich nicht mehr. Ach, ich dachte, jetzt sagst du irgendwas zum Thema. Passt einfach. Die war so nett und... Also, da ich wirklich keine Ahnung habe, können wir von mir aus auch Dänemark einloggen. Aber wie ist es falsch dann, ne? Ja. Nee, also, ich weiß es nicht. 10 Sekunden laufen jetzt und ihr könnt euch dann... Ich würde bestimmt mitbekommen, hätte ich oder? Auch gesagt, Island, Kanada. Also ich würde auch Dänemark. Ja, komm, Kanada. Dann. Komm, mach. Oder Kanada, das ist jetzt gefährlich. Das ist ganz gefährlich. Also entweder oder ist ganz gefährlich. Du hast dich sofort für Kanada entschieden, habe ich gesagt. Ich hatte irgendwie eine Eingebung, aber ich glaube, die ist falsch. Also, wir fangen mal mit Estland an. Das hat keiner von euch genommen. Da ist es auch nicht möglich, nach wie vor nicht. Also, die sind komplett raus. Bleiben nur Niederlande, Kanada, Dänemark. Kanada tatsächlich auch sehr früh, 2005, aber nicht 2001. Und Dänemark tatsächlich noch nach den Kanadiern, nämlich erst 2012. Und richtig sind, ja, die Holländer, Niederlande. Wahnsinn. Erste falsche Antwort. Aber... Solange beide falsch antworten, ist es ja wunderbar. 7-5. Letzte Frage, die 2000er. Welcher Superstar hat weltweit die meisten Follower auf der Social-Media-Plattform Instagram? Das It-Girl Kim Kardashian, Fußballer Cristiano Ronaldo, die Musikerin Selena Gomez oder Schauspieler Dwayne Johnson? Das ist ja ein Heimspiel für euch. Hoffe ich. Also, hoffe auch. Eckart sagt, was geht mich das an? So, jetzt darfst du. Jetzt darf ich. Das ja nicht. Was meint ihr? Erzähl mal ein bisschen. Also meines Wissens war es immer Selena Gomez. Und dann wurde sie jetzt neulich von Cristiano Ronaldo überholt, der jetzt irgendwie 107 Millionen Follower oder sowas hat. Hättest du auch gesagt? Ja, ich hätte es auch gesagt. Also locken wir ein, oder? Ja. Das wäre jetzt blöd, ne? Kurzer Prozess, einloggen. Gut.
Bin ich Jesus? Also alle von denen haben weit über 100 Millionen Follower, was ja schon wahnsinnig ist. Ne? Das It-Girl Kim Kardashian zum Beispiel hat 124 Millionen. Selena Gomez 144 Millionen. Ist ach, ja krass. Irre, ne? Ist ja irre. Bleiben jetzt noch Ronaldo und The Rock. Ja, der hat 127 und Ronaldo hat mehr als 150 Millionen Follower. Ihr habt recht mit Ronaldo. Gut, auf jeden Fall war das jetzt für Eckert, der tatsächlich The Rock genommen hat. Auch ein wahnsinniger Erfolg. Ich habe was gelesen, aber... Ja, aber der ist es halt nicht. Damit wieder ein Punkt für euch, denn ihr führt mit 3 Punkten. Ich meine, ich glaube, das zu spüren, ich könnte euer Vater sein. Und deshalb, ihr habt schon ein bisschen Schiss gehabt, hierher zu kommen und zu sehen. Was, ja, oder? Ja, es gibt ja auch noch die ein oder andere Kategorie, die eventuell kommt, wo wir vielleicht noch versagen werden auf höchster Linie. Kann man immer auf die Jugend schieben, ist gar kein Problem. Ihr führt mit 8-5, 3 Punkte Vorsprung und sucht die nächste Kategorie aus. Die nächste Kategorie... Aus dem Leben, Adel und Mode. Okay, also Adel würde ich auf keinen Fall nehmen. Mode, was könnte das denn sein? Das kann bestimmt auch ganz viel Schwieriges sein. Ja, kommen dann irgendwelche Designer, die kennen wir noch nicht. Guckt einmal ganz kurz, kommt er mehr aus dem Leben oder kommt er mehr aus der Modewelt? Weder noch. Ja, okay, das macht natürlich... lass uns Mode nehmen, da haben wir vielleicht... Oh, Eckert, ich höre leise Kritik an einem Äußeren. Mode! Erste Frage. Ein Parfum setzt sich zusammen aus Kopfnote, Basisnote und Kreuznote, Piknote, Herznote oder Karonote. Ach ja, ich höre auf meine alte Mutter. Ja, also Karonote, Piknote würde ich ausschließen. Ich hätte jetzt tendenziell auch auf Herznote getippt. Kreuznote, vielleicht kreuzt sich da irgendwas in den Düften. Also sollen wir Herznote sagen, ja? Gut, Herznote. Jetzt ratet mal, was Eckart genommen hat. Ich hoffe, Herznote. Es ist tatsächlich so, dass ein Parfum sich natürlich nach dem Auftragen unterschiedlich entwickelt. Nach dem ersten Auftragen kennt man meistens, riecht es noch ganz anders als 2-3 Stunden später. Und dieser erste Duft, den man so hat, wenn man es aufgetragen hat, das ist die sogenannte Kopfnote. Und die Herznote, Marie-Louise, ist was? Die, die sich am längsten hält. Du bist toll. Richtig. Damit ein Punkt für euch und auch für Eckart. Gut, zweite Frage, Mode. Womit kleidet sich eine Frau stilgerecht, wenn sie zu einer Party mit dem Dresscode Cocktail eingeladen ist? Mit einem aufreizenden Minirock, mit einem eleganten, knielangen Kleid, mit Jeans und weißer Bluse oder mit bunten Socken und Sneakers? Ich habe ein Cocktailkleid. Was ist das? Deswegen würde ich sagen, elegantes, knielanges Kleid. Ja? Denn das ist das einzige Kleid, ja, was trinkt man einen Cocktail mit dem Kleid. Gut. Hast du auch genommen? Ja, die Redaktion hatte ein Herz für mich, weil offensichtlich wäre ich bei jeder anderen Frage überfordert gewesen. Aber das, glaube ich, hätte ich noch hingekriegt. Tja, in den 40er und 50er Jahren ist das entstanden auf den Cocktailpartys. Da sollte man ein bisschen schick sein, nicht zu schick, weil zu schick ist immer natürlich dann lang. Ja. Deshalb ein bisschen kürzer, aber trotzdem fein, elegantes, knielanges Kleid, Cocktail, immer richtig. Jawohl! So. Mode, wenn du das jetzt wieder alle drei richtig machen solltest, Eckart, ne, dann hast du den Elchtest bestanden davor. Ja, würde ich sagen, fällst du vom Glauben ab. Ja. Wer den umstrittenen Trend Flanking folgt, derzeit nackte Fußknöchel, verzierte Fingernägel, frei liegende Schultern oder rasierte Haarmuster? Okay. Ich kenne den Trend leider nicht. Ich kenne ihn tatsächlich auch nicht. Aber Fingernägel wäre nicht umstritten. Genau, oder? Das wollte ich auch gerade sagen. Da steht ja das Wort umstritten. Nackte Fußknöchel. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade auch gar kein Gefühl. Ich würde jetzt echt
einfach raten. Also ich würde die Fingernägel... Aber guck mal, nackte Fußknöchel, wenn du so deine Sneaker anhast und... Nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich würde A oder D sagen. Okay, A oder D, 10 Sekunden laufen. Komm, jetzt musst du sagen. Komm, wir sagen nackte Fußknöchel. Nackte Fußknöchel, das hat Eckart auch genommen. Aber warum umstritten? Ich habe das nämlich momentan mit meinen Kindern zu Hause fast jeden Tag. Ach, ein Trend, so. Auch im Winter, entweder gar keine Socken anzuziehen oder die so runterzuhocken und dann die Füße so hochzurollen. Und das, wenn draußen Schnee und sonst was ist, sagen viele Experten, man erkältet sich schnell, deshalb ist es umstritten. Aber es ist die richtige Antwort, die ihr beide gegeben habt. Jawohl! Nur fürs Protokoll. Hast du nachgezählt bei Mode? Ja, ich muss ja, ganz ehrlich sagen, du bist mein neuer Modepapst. Also, danke. Ja. Elf zu 8. Drei Punkte Vorsprung. Immer noch. Dafür habt ihr jetzt einen Brocken vor euch. Also ich beneide euch nicht zwangsläufig. Thorsten ist dran. Wir müssen was tun. Ja. Draußen im Grünen, Wunder der Technik, Kinofilme. Ah. Ey, du bist ja... Ach, ist er gemein. Wunder der Technik. Ah. Ah, tut weh. Ja, na gut, wenn jetzt Computertechnik kommt. Hm? Er nimmt all die Sachen, die er noch nie genommen hat. Deswegen, Er weiß schon. Die erste Frage. Das kommt noch aus der analogen Zeit. Womit sind Ottomotoren üblicherweise ausgestattet? Mit einer Amselpumpe, mit einem Sterlingsbelüfter, mit einem Schwalbenventil oder mit einer Drosselklappe? Ich habe keine Ahnung. Also ich finde, die Amselpumpe klingt okay. Ich hätte die Drosselklappe genommen. Nein, die hätte ich nicht genommen. Dann die Drosselklappe, das klingt auch oder gut. Oder das Schwalbenventil. Nee, ich sag A oder D, so. Also jetzt Sperlingsbelüfter, ja, eben, darum. Irgendwie ganz merkwürdig. Sperlingsbelüfter, finde ich, klingt fast schon schmutzig. Dein Sperlingsbelüfter. Also wir nehmen jetzt... 10 Sekunden laufen. Mach so. Hier Amselpumpe oder Drosselklappe. Mach jetzt. Guck mal, der grüne Balken wird immer weniger. Hier, schnell, du. Nimm. Oh mein Gott. Ich hätte die Drosselklappe. Und du hättest die Amselpumpe genommen. Jetzt lasst euch mal von unserem Technik-Freak Number One im Olymp erklären, was bitte er genommen hat und warum. Zu viel der Ehre. Ich kann jetzt nur zu beisteuern, es geht hier nicht um den Namen des Vogels, sondern es geht darum, dass etwas gedrosselt wird. Deshalb die Drosselklappe. Also man braucht ja unterschiedliche Mengen von Kraftstoff und es wird geregelt, wie viel Luft eingeführt wird. Und das macht eine Klappe, die drosselt. Die Drosselklappe ist auf jeden Fall richtig. Oh. Ja. Gut. Ja. Wunder der Technik oder auch so ein bisschen Wunder beim Quiz-Olymp, weil die liegen zurück, drei Punkte da oben. Thorsten, von dir zunächst. Was gibt es offensichtlich nach Analyse von NASA-Messdaten natürlicherweise auf dem Mars? WLAN, Öko- und Atomstrom, fließendes Wasser oder Fußbodenheizung? Du guckst, weißt, wüsstest du es? Nein, also wirklich gar nicht. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Aber ich hätte jetzt WLAN genommen, denn wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit eine Anzeige im Internet gefunden, wo man angeblich sich ein Grundstück auf dem Mars kaufen kann. Ja, aber das kann. War ja... Ich weiß, aber da stand, dass da WLAN ist. Ja gut, das... Stand da. Moment, was hast du gelesen? Wo war? Es gibt, also wahrscheinlich ist es eine Spaßanzeige, aber es gibt wirklich eine Anzeige im Internet, wo man sich eine Villa auf dem Mars kaufen kann. Das stimmt, 890 Millionen kostet die. Ja. Ja, komm, ist, das ist WLAN klingt schon so falsch, dass ich es jetzt auch nehmen würde. Wirklich? Pass auf, also ich gebe euch 10 Sekunden, bin ich gespannt, wie das ausgeht. Oh Gott, das klingt. Ach so, jetzt. Okay, ja. Machen wir WLAN. Haben wir doch jetzt gesagt. Okay. Das ist falsch. Das ist 100% falsch. Ja, toll. Das finde ich so wunderbar. Man lockt was alles ist falsch. Ich nehme alles falsch. WLAN habt ihr genommen. Du hast fließend Wasser genommen. Ich bin der Meinung, da gab es jetzt Analysen, dass man dann doch eventuell vermuten könnte, dass Leben entstanden ist, weil man so eine erste Vorstufe entdeckt hat, nämlich
ein bisschen Wasser. Ich habe ein Zitat vom Leiter des Planetenprogramms gefunden, der NASA, der dann nämlich schreibt, unter bestimmten Gegebenheiten wurde fließendes Wasser auf dem Mars gefunden. So schwirbelig redet auch nur ein Akademiker, aber das fließende Wasser ist die richtige Antwort. Also, letzte Frage, Wunder und Technik. Zwischen welchen beiden Erfindungen liegen fast 50 Jahre? Zwischen der Konservendose und dem Dosenöffner, zwischen dem Bleistift und dem Radiergummi, zwischen dem Computer und der Tastatur oder zwischen dem Fernseher und der Fernbedienung? Das ist eine tolle Frage. Oh, du bist aber schnell. Ja, Bleistift, Radiergummi wär blöd irgendwie. Konservendose, das ist ja auch... Konservendose. Lass mal überlegen, seit wann es diese Dinge denn gibt. Wie lange gibt es denn schon Computer oder Fernseher zum Beispiel? Ach, Bianca, keine Ahnung. Nee. Also Konservendosen gibt es schon sehr lang, das weiß ich. Ja. Aber ob der Dosenöffner so spät erfunden wurde? Ich glaube, ihr seid unter Druck am besten. Für 10 Sekunden laufen. Um Gottes Willen. Ja, komm, dann bleiben wir beim Fernseher. War doch super. Ja, okay, wir machen den Fernseher. Gut. Der Thorsten da oben, der hat Konservendose und Dosenöffner genommen. Also, das ist zumindest so ein Fun-Fact, dass der Dosenöffner weit nach der Konservendose erfunden wurde. Ja, die Fernbedienung auch weit das nach dem Fernseher. Ja, das ist ja zumindest bei meiner Konservendose und Dosenöffner schon ungewöhnlich. Also, dass da auch Zeit dazwischen liegt. Das war nicht nach eins sofort da. Da hat man sich mit Steinen beholfen oder was auch immer. Also, die Geschichte ist wirklich, wenn man das jetzt hört, dachte man, ja, klar, logisch. Es gab eine Erfindung, die hat man gebraucht und erfunden, weil man Lebensmittel haltbarer machen wollte. Die Konservendose, die wurde 1810 erfunden. Und dann hat man da drin Sachen ganz, ganz lange frisch gehalten. Und es war immer schwierig, diese Dinger wieder aufzukriegen, was man dann wahrscheinlich mit Hammer und allem versucht hat. Ging ja auch. Aber erst 1855, also 45 Jahre später, wurde der Konservenöffner richtig offiziell erfunden. Und deshalb Punkt für Thorsten. Jetzt für euch beide, für Bianca und für Julian, die Chance, eine Kategorie auszuwählen, die dann zunächst Thorsten beantworten darf. Medien und Unterhaltung, Körper und Geist und rund um die Welt. Medien und Unterhaltung, oder? Ich glaube auch. Ja? Ja. Medien und Unterhaltung wird genommen. Und spielen wir, weil rund um die Welt, das wäre seine Lieblingskategorie gewesen. Wie lautet der Vorname von Bibi Blocksberg? Barbara, Brigitte, Bianca oder Britta? Das ist genau deine Serie, Thorsten. Genau meine Serie, ja. Ja, du weißt wahrscheinlich nicht, oder? Leider nicht, ne. Also, ich bin mir auch nicht sicher. Ich würde Barbara sagen. Warum ich das jetzt im Kopf habe, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, Bianca ist es nicht. Das musst du doch wissen. Ja. Du weißt doch, Bianca. Ja, ich weiß. Also, ich glaube, ich würde Barbara nehmen. Ja, komm, wenn du das... Wenn Barbara... Nee, nicht wenn ich. Ja, ich hätte jetzt gar nichts gesagt. Von daher... Die Zeit läuft! Komm, okay, komm, wir machen Barbara. Barbara! Guck mal, und der Thorsten hat die Bianca genommen. Ich glaube tatsächlich, die Barbara ist die Mutter. Barbara ist die Mutter. Oh nein! Barbara heißt Bibis Mutter. Und es gibt tatsächlich eine Folge, Hexerei in der Schule. Habe ich wirklich zigmal mit meinen Kindern gehört auf Autofahrten. Aber alles besser als Terreur, ne? So. und da muss sie vor dem zum Schuldirektor, weil sie Mist gebaut hat. Und der spricht sie mit dem Vornamen an. Und der Vorname ist... auch nicht schöner. Brigitte. Ach Gott. Gott sei Dank. So, kein Punkt für niemanden. Das ist das Gute. Wir spielen die Frage, falls Topmodel Heidi Klum ihren Verlobten Tom Kaulitz heiratet, wäre das für sie ihre wievielte Ehe? Ihre erste, ihre zweite, ihre dritte oder ihre vierte? Also, habt ihr sie schon mal getroffen? Nee. Haben das gibt's doch gar nicht. Sehr nett. Ja, das glaube ich.
Also ich würde erste und vierte ausschließen. Oh Gott, war die schon zweimal verheiratet? Überleg doch mal einen Moment. Malte, wie sieht's aus? Du musst mir nur ein Zeichen geben. Lockt mal was ein. Ja, okay. Ich glaube, wen hast du gerade gesagt? Ich glaube, sie war mit Ziel verheiratet. Aber ja. Das ist, glaube ich, nicht der Vater ihrer Kinder. Das heißt, ich würde jetzt Dritte. Das ist ein gutes Argument. Dann lockt ein. Dritte. Wir können ja auch da oben auflösen. Falls ich jetzt da ins Nichts laufe. Malte, möchtest du irgendwas sagen? Du, unter Druck entstehen Diamanten, aber ich bin noch ganz entspannt. Danke. Es ist eine wunderbare Antwort, lieber Malte. Ich hoffe nur, dass du es niemals bereuen wirst. Gut, Rick Pepino war der erste Visagist, Friseur, mit dem war sie verheiratet, dann Seal. Und es wäre ihre dritte Ehe und das hat Thorsten auch gewusst. Also, Punkt haben sie beide, damit steht es 13-12. Das heißt für euch im Klartext, ihr habt zumindest schon mal ein Unentschieden rausgeholt. Vielleicht führt ihr aber auch, wenn ihr jetzt richtig antwortet oder aber Thorsten falsch antwortet. Die Abkürzung Viva, unter der man den Ende 2018 eingestellten Musiksender kennt, steht für voll innovativ, voll aktuell, Verband für Videoagenturen, Vision Video Audio. Oder Videoverwertungsanstalt? Also Videoverwertungsanstalt würde ich einfach mal ausschließen. Viva war ja ein sehr junger Sender und ich glaube nicht, dass das die Abkürzung dafür war. Verband für Videoagenturen macht für mich eigentlich keinen Sinn, weil... Ja, aber hier Video, Vision, Video, Audio... Also ich glaube, ich würde ganz einfach, oder? Ich glaube, ich würde einfach ganz jugendlich und einfach denken, voll innovativ, voll aktuell. Klingt vielleicht aber jetzt erstmal komisch. Aktuell klingt ja wie ein Nachrichtensender. Ja, aber die haben ja immer die aktuellsten Hits, die Top 100, die Single Charts. Okay. Das klingt nicht so begeistert. Also sind wir denn der Meinung, 10 Sekunden laufen. Den Finger da weg. Ja, ja. Ja. Also ein Verband, ja komm. Verband und Videoverwertung machen wir nicht. Ja. Was machen wir? Vision, Video, Audio, voll innovativ. Noch 3 Sekunden. Ja, dann, noch 2. Oh Gott. Du hast das gesagt. Voll innovativ, voll aktuell. Der Thorsten sagt Videoverwertungsanstalt. Ich war lange Zeit auch der Meinung, weil er mich gefragt hat, das muss irgendwas Flippiges, Hippes sein, was sie sich damals so gegeben haben. War dann enttäuscht, dass ich gelesen habe, dass das sowas Bürokratisches ist. Videoverwertungsanstalt. Ja. 1993, 25 Jahre, unglaublich. Und dann einen hocherotischen Namen wie Videoverwertungsanstalt. Tatsächlich, Viva, dafür steht es. Und wir haben Punktgleichstand. Ist gut. Und Bianca und Julian spielen damit als erstes das Finale 13-13. Duell auf Augenhöhe. Welchen Umschlag wollt ihr? Gold, Silber, Silber, Gold. Gleichzeitig. Gold. Gold. Gold, gut. Wir müssen leider einen Sprecher bestimmen. Ja. Oder ihr, also wir ja nicht, also ihr. Wer spricht denn? Ich? Ja. Oh Gott. Hätten wir nicht geglaubt. Ich hätte es gerne abgegeben, aber ich habe mich nicht. Gestern habe ich die Hosen an. Aber ihr kennt euch wirklich gut. Also guckt euch wirklich an, zwischendurch sprecht miteinander. Ihr habt immer 5 Sekunden Zeit und dann kommt bitte von dir hoffentlich die richtige Antwort. Finale. Also gehen, ne? Erste Frage. Sprichwörtlich heißt es Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Liebe. Das ist richtig. Gut. Gott sei Dank. Welchen Beruf übt ein Arzt aus, der den Titel Dr. Med. Dent trägt? Zahnarzt.
Zahnarzt? Jawohl, richtig. Oh. Pegasus ist in der griechischen Mythologie welches geflügelte Tier? Ein Pferd. Ein Pferd. Jawohl, sehr gut. Ihr macht das super! Welcher Rapper hatte Ende 2018 einen Hit mit der Single 1000 Tattoos? Sido. Sido? Ja, Sido. Jawohl, stimmt auch. Wie viele A, Buchstabe also A, enthält das Wort Telefonapparat? Ja, drei. Jawohl, richtig. Oh, oh Gott. Das sind die Fragen, die man dann unter Druck falsch beantwortet. Ja, die fiesesten Fragen überhaupt. Wenn du denkst, Frage 6. Zu welchem Land gehört die Urlaubsinsel Djerba? Tunesien. Da waren wir schon. Waren wir da? Ja. Ja, dann. Tunesien. Richtig. Oh. In welcher Comedy-Serie bildeten Kevin James und Lia Remini bis 2007 ein Traumpaar? Remini. So ist es wie Rimini, nur Remini. Wie heißt der? King of Queens. So heißt sie, ne? Ja. King of Queens. Hey, wow, stimmt. Frage 8. Der Bosporus trennt die Kontinente Asien und... Ja, sag irgendwas. Europa, keine Ahnung. Europa. Das ist richtig, ja. Asien und Europa. Frage 9. Welches Steinobst, es geht um Steinobst, ja, gibt es in den Sorten Große Prinzessin und Hedelfinger? Was? Ich habe keine Ahnung. Hey, sag was, schnell. Was soll ich denn sagen? Ich habe keine Ahnung. Irgendein Obst hättest du sagen können. Die Kirsche war's. Ja, die hätten wir eh nicht genommen. Wie heißt die weltgrößte Computer- und Videospielmesse, die alljährlich in Köln stattfindet? Die war doch gerade. Die war echt gerade. Wie heißt die denn? Gamescom? Nee. Was? Gamescom? Ja, Gamescom, ja! Oh mein Gott! In welcher australischen Großstadt liegt der weltberühmte Bondi Beach? Ich weiß nicht. Mir fällt spontan nur. Australische Großstadt? Sydney. Sydney. Ja, richtig. Oh Gott. Frage 12. Wie viele Pfoten haben die Zeichentrickfiguren Kapp und Kappa zusammen? Ja, acht. Ist so einfach, ne? Ach, stimmt. Man denkt, das kann doch nicht sein. Letzte Frage. Mensch, und ihr habt... Oh, das ist super. Ein klassisches Gericht aus Bratkartoffeln, Ei und Speck bezeichnet man umgangssprachlich als Frühstück welcher Berufsgruppe? Bauernfrühstück. Ja. Das ist das Bauernfrühstück? Ja, super. 12 von 13. Oh. Schafft es der Olymp heute oder nicht? Kurze Pause, sehen uns gleich wieder, bis gleich. Willkommen zurück. Unsere Influencer haben von 13 Finalfragen 12 richtig beantwortet. Das heißt, der Olymp muss sich noch mal ganz schön strecken. Ja. Und wir gucken mal, wer es denn wird. Ich gehe jetzt mal, weil das war ja schon ein Tiefschlag für Sie. Ich gehe zu Maltes Freundin. Ja. So. Oder ist Malte jetzt schon dein Ex-Freund? Noch nicht. Noch nicht, ja, kurz davor. Zieh mal bitte. Bitte nicht Thorsten. Nicht Thorsten. Nicht Thorsten. Oh, Marie-Louise nochmal, heute. Dankeschön.
So, Marie-Lise, ich freue mich auf das Finale mit dir. 13 habt ihr auch beantwortet. Das heißt, auch ihr 13 Fragen oder du 13 Fragen. Schaffst du 12, gibt's ein Stechen, machst du mehr, hast gewonnen. Weniger haben die beiden gewonnen. Erste Frage. Wer unzertrennlich ist, hält laut Redensart zusammen wie Pech und Schwefel. Korrekt. Neues oder Altes Testament? In welchem Teil der Bibel findet man das Lukas-Evangelium? Im Neuen Testament. Das ist richtig. Für welches Land steht bei Internetadressen die Endung .ch? Für die Schweiz. Jawohl! Die Songs welcher Sängerin stehen im Mittelpunkt des Musicals Bodyguard? Whitney Houston. Korrekt. Bei der fünften Frage möchte ich wissen, wie heißt das berühmte gelbe Pokémon, das als Pikachu. Ja. Ja. Oh, welche Körperpartie wird schon dem Namen nach bei einer Maniküre gepflegt? Die Hände. Jawohl. Welcher Monat beginnt außer in Schaltjahren immer am 60. Kalendertag des Jahres? Der März. Richtig. Achte Frage. Unter welchem Künstlernamen veröffentlicht Horst Eckert seine Kindergeschichten um Tiger und Bär? Janosch. Stimmt. Welche Stadt in Italien hat nach Rom die meisten Einwohner? Neapel. Nein, Mailand. Mailand. Oh, das heißt, jetzt muss jede Antwort sitzen. Ist der Ausgang eines sportlichen Wettkampfes nicht mehr relevant, geht es redensartlich um die goldene? Ach. Palme. Ananas! Oh, ja. Die Gold. Das gibt's nicht! Da! Für Offroad-Kids, die setzen sich für Kinder und Jugendliche ein, die auf der Straße leben und versuchen, die wieder ins richtige Leben zu integrieren. So, also wir fassen mal ganz kurz zusammen. Damit steht es fest, also es gab ja immer mal einen Mensch, der sagt, das Internet wird sich nicht durchsetzen, aber ihr habt bewiesen, das Internet hat sich durchgesetzt. Eindeutig unseren Olymp geschlagen. Glückwunsch an euch. Alles Gute, macht weiter so. Danke für den Besuch. Danke dem Olymp. Ja. Schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal hier am 1. Bis zum Olymp. Kommen Sie gut durchs Wochenende. Tschüss. Die Gold